Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin den Beast Blaster. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll, deshalb schauen wir einfach mal, was es ist. Interessant, es gibt schon mal keine Einstellungen oder sowas. Und die Musik ist grässlich. Okay, ich hab's verstanden. Ich soll die komischen, keine Ahnung was, Viecher da wegspringen. Okay, man kann das Dynamit nicht wirklich platzieren. Okay, das ein bisschen weiter rausschiebe. Ist ja auch interessant. Ah, aber hier können wir schon mal den Ton. Ah, das ist aber schon mal eine Erleichterung. Also das Interface ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Also, dass man das Dynamit nicht wirklich da platzieren kann, wo man will, sondern dass es sich dann irgendwo dann. Das ist auch sehr seltsam. Das war jetzt irgendwie nicht so. Okay, die Steinplatten schützen. So viel habe ich dann auch verstanden. User entered your channel. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt ein Teamspeak war. War gut zu wissen. Okay, das bringt nichts, weil die Stahldinge schützen es auch ganz gut. User entered your channel. User left your channel. Ich glaube, ich muss mal schnell aus dem Teamspeak raus. Also, geht er von allein. Muss nur ein bisschen Geduld haben.
Aber ich muss die Ladung, die ich gelegt habe, noch sprengen, okay. Das Problem ist gelöst. Okay, das hat es jetzt nicht so gebracht. Wirklich fettes Vieh. So, weg ist es. Oh, okay. Dann ist es wieder nicht unbedingt hilfreich, dass die Sprengladung nicht wirklich so platziert werden kann, wie ich es gern hätte. Nicht wahr. Das glaube ich einfach nicht. Ja, deine Mutter ist eine Bombe. Ey, Leute! Ja, wie soll ich das denn machen, wenn die sich ständig verkeile, deine mit? Ach komm, ich habe keinen Bock mehr. Das ist ein. Das ist. Also von der Physik her, also vom Level-Design könnten sie da nochmal nachstellen. Okay, ich denke aber, wir sind jetzt eh so weit, dass wir hier einen Stempel drauf machen können. Das ist auf jeden Fall mal Beast Blaster. Also ich denke, wir wissen jetzt, dass es das Spiel gibt. Wir wissen jetzt auch, was das für ein Spiel ist. Das ist nicht so ein Knobelgeschicklichkeitsspielchen. Mit Dingen in die Luft sprengen kann man mich normalerweise sehr glücklich machen. Selbst wenn die Grafik echt räudig ist. Wir erinnern uns hier wohlwollend, ich glaube, wie ist das nochmal? Blaster Simulator, wo ich relativ hässliche Objekte in der Landschaft weggesprengt habe. Das hat mich trotzdem köstlich amüsiert. Ach, das könnte ich mal wieder weiter. Also, das ist nicht das Argument. Grafisch ist das wirklich einfach. Das geht hier problemlos als so ein Freeware-Browser-Spiel durch, wie man sie schüttgutweise auf irgendwelchen Seiten findet mit freien, kostenlosen Spielchen. Für so zwischendurch. Mehr gibt das Spiel hier auch nicht her. Das Level-Design ist so lala. Wir sollen halt diese Viecher halt wegsprengen. Das funktioniert so bedingt gut, weil wir das Dynamit nicht wirklich anbringen können, wie wir es wollen, sondern das ist so mehr oder weniger in der Landschaft platzieren. Die Knubbelviecher bleiben gern mal irgendwo hängen. Es kommt nicht so wirklich die Atmosphäre rüber, wie zum Beispiel bei, also jetzt nehmen wir mal Angry Birds als Beispiel. Da haben wir auch so dieses Physikding, wo wir irgendwelche Viecher durch die Landschaft sprengen sollen. Das ist natürlich viel komplexer als das hier. Das hier ist so ganz einfach gestricktes für zwischendurch. Aber hier kommt auch wirklich keine. Also die Musik, die dudelt, das ist grässlich, deshalb schaltet man die möglichst schnell ab. Dass man da nicht Lautstärke einstellen kann, ist auch irgendwie. Und vor allem nicht, dass man sagen kann, okay, ich hätte gerne die Sprenggeräusche, aber die Musik könnte weg. Dass das nicht getrennt ist, Sound und Musik, das sind alles so Kleinigkeiten, die aber zeigen, es ist ein sehr einfach gestricktes Spiel, das
wie gesagt, das erinnert mich halt irgendwie an so ein Browser-Spielchen, dass sie dafür Geld wollen, ja, diskutabel. Als Freeware-Spiel würde ich es akzeptieren. So finde ich es für eine Preis-Leistung grenzwertig. Würden die an dem Level-Design nochmal ein bisschen was machen, dass das ein bisschen besser funktioniert und dass ich nicht ständig irgendwo hängen bleibe. Könnte das aber trotzdem eigentlich ein ganz witziges Spiel für zwischendurch sein. Wie gesagt, Dinge in die Luft sprengen finde ich immer gut. Dass wir halt irgendwelche komischen Knubbel-Comic-Monster wegsprengen sollen in 2D. Ja, ist in Ordnung, ja, komme ich auch mit klar. Mich ärgert dann aber, wenn das nicht so richtig funktioniert, wie es soll, nämlich hier das Dynamit nicht richtig platziert werden kann und diese Viecher irgendwo hängen bleiben, weil das Level-Design einfach nicht wirklich gut durchdacht ist. Das ist halt dann einfach die Kritik, die ich dann bringen muss und möchte. Aber ansonsten würde ich sagen, brauchen wir hier jetzt nicht Stunden zu verbringen, bis wir verstanden haben, was es ist, worum es hier geht, wie es aussieht, was wir hier tun. Das sind alles so Punkte, die wollen wir ja immer abfrühstücken für das Factor Games Archiv, auf das ihr rausfinden könnt, was für Spiele gibt's. Wie sehen die aus? Was macht man da? Wäre das was für mich? Das ist halt die Idee. Natürlich gibt es auch Spiele, die man, da schaut man sich einfach das mal an, so im Archiv und wegen so, was war denn das überhaupt für ein Spiel? Wie sah denn das aus? Ich würde es jetzt nicht unbedingt spielen wollen, aber es würde mich interessieren, was war denn das überhaupt für ein Spiel? Oder ja, gibt es ja. Also, wir hatten nicht letztens im Infractor Games, ach Quatsch, im Infractor Games, wir hatten letztens im Infractor Team Chat, hatten wir das Thema. Da hat mir einer vom Clan geschrieben, dass er das ganz witzig findet bei uns auf der, also er ist ja auch ein Infracta-Clan-Mitglied, aber das ist ganz witzig findet, auf der Infracta-Seite im Archiv sich Sachen anzugucken von Spielen. Die würde er jetzt nicht unbedingt spielen. Das sind so Spiele aus, vor allem aus den 90ern oder späten 80ern, die ich schon hier ins Archiv aufgenommen habe. Aber er findet es halt ganz faszinierend, die sich mal anzugucken, was das für Spiele waren und worum es da ging, weil er die Namen immer mal wieder hört. Also, es geht nicht nur darum, dass ihr Spiele entdecken sollt und rausfinden, ob ihr die spielen wollt oder nicht. Es ist manchmal einfach mal Entertainment, sich anzugucken, was war das überhaupt für ein Spiel. Wie gesagt, das ist jetzt Beast Blaster. Ich hau hier den Stempel drauf, schieb's ins Infracta Games Archiv und wandere weiter ins nächste Spiel. Mal gucken, was das wieder sein wird. Das ist ja immer das Schöne für mich. Ich installiere mir das Desktop voll und dann fange ich einfach links oben an und arbeite mich durch diese ganzen Shortcuts durch, ohne groß mich vorher schlau zu machen, was ich da eigentlich spielen werde. Für mich persönlich ist das einfach schöner, weil ich dann immer etwas überrascht bin und erstmal mich selbst so einfinden muss in das Spiel. Könnte man natürlich auch anders machen, aber ich habe immer den Eindruck, es leidet so ein bisschen die Objektivität, wenn ich mir vorher von anderen Leuten die Meinung oder Testberichte oder so durchlese zu einem Spiel und das bleibt im Allgemeinen ja nicht aus, selbst auf Wikipedia, wenn ein Spiel eine Wikipedia-Seite hat. Also bei dem gehe ich jetzt nicht von aus. Aber nehmen wir mal Assassin's Creed. Große Spielereihe kennt jeder. Hat eine Wikipedia-Seite natürlich. Da heißt immer auch immer der Punkt auch, wie wurde das aufgenommen, wie waren die Tests, was waren die Kritikpunkte und sowas. Wenn ich das gelesen habe, bin ich nicht mehr objektiv. Deshalb, gut, bei Assassin's Creed ist es schwierig, weil das ist ein Spiel, das habe ich selbst schon gespielt. Aber nur mal als Beispiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist Beast Blaster. Blaster gewesen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschö.